Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht euch besser als mir, denn ich bin immer noch ein bisschen am Kränkeln. Aber hilft ja alle nichts. Heute gibt es mal wieder was Lehrreiches. Wir wollen das was dazulernen. Und zwar geht es heute um Irelia. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Pick, der auch oft in den Worlds gepickt wird und meistens sogar dominiert. Gerade auch Caps Irelia ist sehr, sehr bekannt. Und deswegen wollen wir mal schauen, dass wir heute dem Magifelix zuschauen und hier vielleicht sogar was lernen. Denn Magifelix, für alle, die ihn nicht kennen, ist ein 850 LP Challenger, zumindest auf diesem Account. Ich glaube, er hatte auch Accounts mit 1200 LP oder sowas, ich bin mir nicht sicher. Er hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Accounts im Challenger-Bereich und auch sehr hoch. Das heißt, ein sehr, sehr guter Spieler. Wir haben hier jemanden, dem wir auf jeden Fall gut zuschauen können. Zunächst schauen wir uns erstmal die Runen an. Runentechnisch ist das nämlich interessant. Wir haben nämlich hier eine kleine Variante. Normalerweise nimmt man bei Irelia immer Conqueror mit, das ist sowieso safe. Ganz unten kann man entscheiden, ob man Coupe de Grâce mitnimmt oder ob man vielleicht Last Stand mitnimmt. Das ist absolut Geschmackssache. Ich denke, Last Stand ist schon ziemlich cool. Ich habe schon einige Irelias mit 10% AP das komplette gegnerische Team noch killen sehen. Auf jeden Fall, was wichtig ist, ist definitiv, dass man in den grünen Baum als zweites geht. Aber hier Magifelix hat eine Variante genommen. Und zwar spielt er mit Warp Tonic und Inspiration mit den Keks noch dabei. Kann man natürlich auch machen, gibt ein bisschen mehr Sustain, ist definitiv nicht verkehrt. Ist insgesamt Geschmackssache. Ja, wir kommen zum Matchup und zwar haben wir nämlich hier Camille. Ja, das ist ja die Stärke von Irelia, dass sie quasi ein Fighter ist und deswegen ist sie sehr, sehr gut gegen andere Champions, wie zum Beispiel Mages. Ja, so ein Six, der kann sich sehr, sehr schlecht gegen sowas wehren und auch eine Orianna nicht so richtig. Camille ist selbst ein Bruiser und hat deswegen gute Möglichkeiten in diesem Matchup. Ist vielleicht so eine Art Counterpick hier auch gewesen. Ja, das kann hier definitiv sein. Das heißt, man sieht auch, ne, die hat so eine gewisse Präsenz, kann hier die Irelia schon nach hinten drücken. Ja, wir sehen, ne, da hat Irelia Respekt vor. Bevor es jetzt gleich direkt losgeht, und zwar bei Irelia ist natürlich wichtig, dass sie ein sehr mechanisch anspruchsvoller Champion ist. Deswegen ist es auch mir wichtig, diese Analyse wird eine Mechanical-Analyse, so nennen wir es einfach. Das heißt, wir legen unseren Fokus wirklich darauf, zu sehen, was macht er, warum macht er es, wieso macht er es und wie gut funktioniert das Ganze. Das heißt, auch hoffentlich werdet ihr unterm Strich was lernen aus diesem Video, denn bei diesen Analysen, muss ich sagen, habe ich bisher immer was gelernt und das ist ziemlich cool. Ja, wir schauen zunächst, erstmal an. Und zwar das Wichtigste bei Irelia, ich denke mal, die meisten wissen es ja, dass ihr Stacks aufbauen müsst. Ja, jeder Stack, den ihr kriegt, da kriegt ihr mehr On-Hit-Damage, der auch direkt immer mit der Q drauf gemacht wird. Und bei 4 Stacks kriegt ihr Schilddurchdringung und mehr Attack-Speed. Das heißt, als Irelia ist es immer wichtig, diese Stacks aufzubauen. Ja, und wir sind jetzt hier in dieser Situation, wir machen mal das hier unten weg, würde ich sagen, so, dass sie sehr, sehr stark gesaunt wird. Als Irelia geht das natürlich noch klar, du kannst hier also quasi noch rüberjumpen, kriegen hier ein Minion, zwei Minion. Und jetzt hier, ganz, ganz wichtig, ich werde es immer anstoppen, tut mir leid, aber ich denke, so sieht man es am besten einfach. Er springt hier nicht einfach so random rüber, sondern macht direkt hier einen Auto-Attack, sieht auf jeden Fall crazy aus, um den nächsten Minion vorzubereiten. Läuft gleichzeitig weg, das heißt, wenn die Camille ihr jetzt hinterher rennt und ihr Schild läuft übrigens gleichzeitig gerade aus, kann sie einfach rüberspringen. Ja, das ist quasi eine gute Möglichkeit. Baut jetzt hier den letzten Stack auf, das sieht echt crazy aus, diese Slow-Motions, ne? Muss man einfach mal sagen. Na, hier, das ist der fliegende Speer und hier haben wir den fliegenden Schwan. Ja, interessante Geschichten auf jeden Fall. So, das heißt, wir haben jetzt 3 Stacks und wir haben jetzt erstmal trade-technisch deutlich weniger AP. Hier haben wir ein bisschen mehr AP. Allerdings muss man sagen, dass Kimmel natürlich jetzt keine Spells mehr hat. Irelia immer noch Spells und 3 Stacks auf ihrer Q oder beziehungsweise Passive hat. Das heißt, sie geht jetzt auch direkt für einen Trade und wichtig, sie macht hier immer sehr, sehr viele Autos zwischendurch. Hier sieht er sehr, sehr gut, muss man definitiv sagen, dass das nicht reicht. Ja, ich habe es wirklich durchgerechnet und geschaut, wie viel Auto Attack Damage er pro Auto-Hit macht. Das waren 88 tatsächlich. Und die Camille hatte irgendwie noch 90 AP oder sowas. Das hätte also nicht gereicht hier. War aber auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Was interessant ist, das wollen wir uns jetzt gleich nochmal kurz anschauen. Ja, bevor wir jetzt hier weitergehen. Und zwar ist der Zeitpunkt, wann beide Spieler gepottet haben. Ja, das ist ein Tipp, den ich euch auch immer wieder gebe. Und das können wir jetzt einfach mal sehen. Das heißt, hier geht's los. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo gepottet wird. Genau in diesem Moment. Na, ist interessant, dass die Pots direkt weiterlaufen. Conqueror läuft aus, Pot läuft. Wir können jetzt hier schön zusehen, wie der richtig durchläuft. Camille braucht natürlich noch nicht potten, ne? Aber, na, jetzt geht's los. Kein Pot, kein Pot, kein Pot. Jetzt kommt der Pot. Sie ist fast schon halb tot, ne? Also so 40%. Und wird immer noch nicht gepottet, während Magifelix Pot schon mehr oder weniger zur Hälfte durch ist hier, ne? Oder, ne, er ist schon zur Hälfte durch, falls es der richtige Timer ist. Ich weiß es nicht. Ja, das heißt, Potten hier auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ne? So, weiter geht es und zwar mit einer interessanten Situation, sage ich einfach mal. Und zwar entscheidet sich Camille nämlich jetzt zu fighten.
Ja, wir sind immer noch hier auf der Lane. Camille sucht jetzt den Engage und das Interessante hieran ist, sie hat halt nur 50% Leben. Ja, sind wir, ich glaube, es sind sogar nur 42%. Ne, irgendwie sowas, oder 48, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja, Magi Felix noch relativ viel AP. Was das Ganze allerdings so ein bisschen argumentiert ist, dass er noch Ignite hat. Er hat noch Ignite, außerdem hat er ebenfalls ein Doran's Blade, was ihm natürlich ein bisschen HP und ein bisschen AD gibt, während ein Flaspot nicht mehr ganz so viel wert ist. Das heißt, er sucht hier den Engage, geht hier auf die Irelia drauf, ignited auch sofort. Hier kommt der Stun dazu, den kann er aber flashen. Und ja, ne, wird hier dann dennoch abgeholt. Hier gibt es allerdings einige Sachen, die wir jetzt gerne analysieren möchten. Und zwar folgendes, meine Freunde. Ja, wir müssen mal das Ding hier hochholen. Na. So, und zwar, was haben wir hier in dieser Situation zu lernen? Grundsätzlich ist es natürlich sehr, sehr schwierig, immer die E zu landen bei Irelia. Das heißt, hier ist die Mechanik wirklich sehr, sehr wichtig, wie man das Ganze macht. Denn die E wird schneller ausgelöst, je schneller ihr sie auf den Boden werft. Das heißt, wenn ihr die E, ihr werft die eine nach Hongkong und ihr werft die andere nach, keine Ahnung, nach Amerika, wobei das ja relativ, ne, aber dann muss das sehr, sehr lange fliegen und dann braucht es auch sehr lange zum Auslösen. Je schneller ihr das auf den Boden werft, umso schneller wird das Ganze auch ausgelöst. Ja, das heißt, hier wirft er sein Ding nach dahin und das andere, das macht er auch sehr, sehr oft, direkt unter sich, sodass du es kaum siehst. Ja, es liegt hier. Es ist also instant da, es ist sofort zack da und du kannst es kaum sehen. Ja, das heißt, super knapp kann hier das Ganze allerdings noch flashen, die Camille, ne? Hier kommt jetzt wieder ganz wichtig dazu, macht niemals einfach nur Q. Jetzt ein normaler Spieler wird wahrscheinlich Q machen. Richtig ist, Auto-Attack Q. Auto-Attack Q, Auto-Attack. Das ist immer so, wie es laufen muss. Und jetzt, meine Freunde, seid ihr gefragt. Und zwar könnt ihr jetzt oben rechts, also da, abstimmen. Was würdet ihr mit dieser Wave machen? Würdet ihr noch dieses richtig saftige Gold einsammeln, um bessere Items zu kaufen? Oder würdet ihr jetzt shoppen gehen? Ohne die Wave zu berühren und einfach Base zu gehen. Das ist jetzt die Frage, was ihr machen würdet. Abstimmen. Ihr habt noch 3, 2, zur Not anhalten. 1. Auflösung kommt. Und zwar, klug ist es hier, einfach, wir machen mal wieder normales Tempo, back zu gehen. Warum ist das klug? Das werde ich jetzt euch erklären und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Wave Control, meine Freunde. Ich habe auch ein Video darüber gemacht, ja, abchecken. Und zwar ist es so, wir haben hier 3 Caster, 3 Nahkämpfer und eine Kanone gegen einen Nahkämpfer, der fast tot ist, eine Kanone und 3 Caster. Was wird also passieren? Diese Wave ist deutlich größer. Wir haben hier 6 Minions gegen 5 Minions. Ja, wir haben hier sogar 7 gegen 5. Und die Chance, also nicht die Chance, diese Wave wird auf jeden Fall gewinnen. Was passiert? Wir schauen uns das einfach mal an. Ein Minion ist gestorben. Ja, wir können das Ganze auch ein bisschen verschnellern. Zack. Ja, wir bleiben hier in der Mitte. Das heißt hier, Kanone geht kaputt. Caster gehen kaputt. Noch mehr Caster gehen kaputt. Alles geht kaputt. Hier geht was kaputt. Minions weg, Minions weg. Und jetzt ist Camille wieder auf der Lane. Und Irelia sind wieder auf der Lane. Das heißt, was haben wir? Wir haben, also Camille hat jetzt 300 Minions verloren. Vielleicht sogar 400. Wir sehen aktuell CS 4 zu 12. Und Irelia hat gleich 300 Minions, die sie einsammeln kann, während die Wave gleichzeitig zu ihr pusht, sie also keine Angst hat vor Ganks. Camille hat keine Monster oder Minions und hat Angst vor Ganks. Das ist auf jeden Fall keine schöne Situation. Sie hat sich übrigens ein Schwert und Rüstung gekauft. Ja, wir haben schon mal darüber geredet, weniger Damage ist mehr Damage. Claws Armor in dem Matchup ist übel gut. Ja, kann man einfach nur so sagen. Wir sind etwas weiter gesprungen, die Wave pusht jetzt also hier weiter hinein und jetzt kommen wir zu einer interessanten Situation, wo ich mir erst dachte, warum macht er das? Das heißt, hier immer noch sehr, sehr viele Minions von Camille und jetzt castet nämlich Magi Felix seine E. Und dabei muss man immer etwas aufpassen, denn diese E zu benutzen bringt dir erstmal gar nichts. Ne? Das heißt, du kannst hier die Camille nicht fighten, hier sind viel zu viele Minions und du benutzt deinen wichtigen Defensivzauber. Wenn der Defensivzauber weg ist, gibst du dem Gegner Möglichkeiten, dich zu fighten. Das heißt, er benutzt sie hier, trifft zwar, aber man sieht, hat nichts gebracht. Weiter noch kommt es jetzt, dass er seine W benutzt. Ja, sieht erstmal super fancy aus, muss man sagen. Aber die W auch, sein Defensivspell jetzt zu benutzen, einfach so, bringt wieder nichts. Das, was er aber macht, und das finde ich halt super cool, er bereitet die Minions vor. Das heißt, wir haben jetzt richtig viele Minions, zu denen er springen kann. Das ist eine ziemlich coole. Das heißt, hier springt er, springt hier wieder, macht hier auch immer Auto-Attacks, das ist ganz wichtig. Q, Auto-Attack. Hier, Auto-Attack, Q, Auto-Attack, Auto-Attack. Ja, immer diese Q, Auto-Attack, Q, Auto-Attack, Q, Auto-Attack. Das ist super wichtig. Wird hier allerdings gecatcht, war halt unglücklich, dass Kha'Zix genau da oben entgegen ist. Trade an sich war gut. Lee Sin wird hier noch mit abgeholt. Aber, beziehungsweise, nee, Lee Sin holt Camille ab. War alles im Allem nicht verkehrt. Beide Spieler sind wieder in der Mitte angekommen und jetzt ziehen wir einfach mal ein Resümee. Ja, dieser Backport, den wir hatten, hat nämlich riesen krasse Auswirkungen gehabt. Wir haben 21 CS auf Irelia und 6 CS auf Camille.
Itemstechnisch wird hier Irelia auf Tiamat gehen. Und auch bei Camille sieht man, dass sie ordentlich Damage kauft. Und zwar haben wir nämlich hier Doppel-Dorans. Haben wir in einem Video von mir gelernt. Und zwar, was tue ich, wenn ich behind bin? Was Camille hier definitiv ist. Ja, im Gold und XP wahrscheinlich auch. Das heißt, sie kauft sich hier Doppel-Dorans. Denn Doppel-Dorans gibt ihr die Möglichkeit, immer noch so ein bisschen zu fighten. Ja, und jetzt sehen wir mal wieder, wir lernen jetzt hier wieder ein bisschen was. Und zwar folgendes. Wie landet man die E? Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig auf Irelia zu lernen. Und zwar, ja, wir sehen gerade, sie springt hier mit ihrer Q drauf. Sieht wieder super fancy aus, muss man sagen. Und sie castet ihre E meistens auf den Gegner zuerst. Ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Mal Irelia gespielt. Ich habe es immer zuerst bei mir gemacht und dann auf den Gegner. Allerdings ist das ein wirklich großer Unterschied, denn wenn du das auf den Gegner wirfst, dann hast du halt die Möglichkeit um diesen Punkt herum, das heißt, wir sehen, das Ding landet jetzt hier, um diesen Punkt herum, du kannst es auch hier machen, hier machen, hier machen, hier machen, hier machen, je nachdem, wo der Gegner halt eben hinläuft. Das heißt, du hast riesige Möglichkeiten und außerdem kommt jetzt wieder der Punkt, den ich vorhin gesagt habe, er castet das Ding jetzt direkt wieder unter sich, sodass du es kaum sehen kannst. Zack, hier, das fliegt jetzt hier, ne, da ist es, da ist es. Ne? Kannst du quasi, hat keiner von euch gesehen, hätte ich es euch nicht gesagt, und wird jetzt hier sofort zuschlagen. Zack. Ne? Da sieht man einfach, das ist eine richtig gute Mechanik, um E's zu landen. Und ich hoffe, das hilft euch. Der Fokus beide Jungler auf dieses Midlane-Matchup ist extrem hoch. Denn es ist ja ein sehr, sehr explosives Matchup. Beide sind permanent irgendwie am Traden. Deswegen sehen wir Lee Sin hier. Kha'Zix hier wird auch gerade schon gespottet. Das heißt, jetzt hat natürlich Magi Felix, ich denke, er hat es gesehen, auch wenn es erst nicht danach aussieht. Also diese Moves sehen halt immer insane aus. Das Problem, was er nämlich jetzt hat, ist, ja, er hat, glaube ich, schon gesehen, dass er hier kommt. Aber er kann jetzt halt auch nicht hier an der Wand großartig rumlaufen, weil natürlich Camille ihre E noch zur Verfügung hat. Die benutzt jetzt auch, trifft allerdings nicht. Jetzt springt er erstmal hier davon so ein bisschen, ne? Das ist natürlich das Ding. Springt jetzt hier wieder drüber weg und jetzt natürlich nochmal schön Auto-Tag W mit reingebracht. Mit Lee Sin noch am Start. Kann hier keiner gekillt werden, aber man hat das Ganze überlebt, ne? War jetzt nichts extrem krasses, aber war trotzdem nett. Das Ganze geht jetzt noch etwas weiter hier. Ja, am besten wäre, wenn wir in der Mitte bleiben. Und jetzt haben wir natürlich das Ding. Ne? Das heißt, Irelia sucht hier den Engage, trifft leider die eh nicht. Und jetzt hast du einfach ein riesiges Problem als Camille. Denn du hast als Irelia immer diese Möglichkeit, hier auf diese Minion zu springen. Ja? Dieses Minion ist eine Brücke. Rein theoretisch ist deine Reichweite nicht nur so, sondern du kannst halt bis hier hinten überall hingehen. Und das merkt Camille auch, ist hier übelst am Struggeln, ob sie wieder zurückgehen soll oder nicht. Entscheidet sich dann, genau das passiert nämlich. Ne? Genau das passiert dann nämlich. Und jetzt immer schön Auto-Tag, Auto-Tag. Q, Auto-Tag. Er hat hier schon wieder in dieser mini kurzen Zeit 3 Auto-Tags durchgebracht. Klar, du hast als Irelia mehr Attack-Speed, wenn du deine Stacks hast, aber da merkt man einfach, wie unglaublich wichtig diese Auto-Tags sind. Naja, das ist jetzt nicht extrem gut gespielt, weil Lee Sin noch dabei war, in dem Sinne, dass man sagt, boah, krass outplayed. Aber ich finde, der Fokus auf diese Auto-Tags ist einfach extrem wichtig, weil sowas wird halt oft, ja, irgendwie kleingeredet, ne, auch auf einer LeBlanc. Wenn du da noch in der Combo 3 Auto-Tags mit rausgebracht hast, sind das 150, 60 Schaden. Items-technisch ist auf Irelia natürlich auch immer eine Frage, was geht man zuerst? Geht man zuerst Trinity, geht man zuerst Tiamat? Hat beides Vor- und Nachteile. Grundsätzlich, wenn ihr Trinity direkt als erstes Item anfangt, habt ihr es natürlich auch schneller fertig. Und sobald Trinity fertig ist, rastet ihr halt damit komplett aus. Je früher fertig, umso besser. Allerdings ist natürlich, die Trinity-Teil-Items sind so, geht so. Sheen zum Beispiel ist sehr, sehr stark im Damage, aber gibt dir keine AP, gibt dir keine AD, gibt dir Mana und Damage. Der Hammer ist auch cool und das andere Ding ist auch okay, aber halt nicht so richtig krass. Tiamat gibt hier gerade den Vorteil, es ist ein früher Power-Spike, also ein schönes Teil-Item für 1200 Gold sind es, glaube ich. Außerdem hast du die Möglichkeit, Waves zu pushen und auch die Waves für dein Q vorzubereiten. Gerade in so einem aggressiven Matchup ist ein früher Tiamat definitiv nicht verkehrt. Jetzt können wir übrigens auch nochmal sehen, wir verlangsamen das Ganze hier nochmal etwas, wie das mit der E nochmal geht. Ja, ich habe es ja vorhin schon gezeigt, aber ich möchte einfach nochmal den Fokus legen. Er wirft wieder die E auf den Gegner, ja, schön dahinter und seine E instant unter sich, in seiner Nähe. Ne, wie schnell das einfach passiert, ne? Ich zeige euch das nochmal ganz schnell in normaler Geschwindigkeit, damit ihr das einfach realisieren könnt, aber ich finde das wirklich schon, weil ich frage mich selber mal, wie ich meine E ordentlich treffen soll und so werde ich es definitiv versuchen. Springt ihr drauf, zack, zack, wie instant, komplett instant, auch wieder Auto-Tags dabei gemacht, Auto-Tag, Tiamat, wichtig, wichtig. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten mit der E oder generell jetzt auch mit der Ultimate zu arbeiten, die haben wir nämlich. Und hier müssen wir erstmal sehen, die Situation, die ist natürlich richtig horrible für Camille, denn wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen, ne, sie mit dem Tiamat haut jetzt hier immer die Waves so ein bisschen runter, dadurch hast du hier überall Minions, die relativ wenig HP haben und über diesen Minion kann sie definitiv safe bis hier hinten rüberspringen. Das heißt, was wir jetzt sehen ist hier, das E direkt wieder unter sich gedroppt, geht jetzt rein, zack, wieder getroffen, jetzt kommt die Ultimate mit dazu, Tiamat.
Ne, das Ganze nochmal in langsam, leider kommt die Kimmel weg, fand die Idee und den Engage aber trotzdem nicht schlecht. Das heißt, wir verschnellern das Ganze. So. Das heißt, hier unter sich drunter geworfen, rüber gesprungen, sofort die E nach dem Sprung gecastet. Jetzt wieder Q, jetzt hätte man noch einen Auto-Tag machen können. Castet allerdings direkt die Ultimate, was auch nicht schlecht ist. Jetzt kommt wieder Auto-Tag und dann der Tiamat. Also Auto-Tag Q, Auto-Tag Tiamat. Ne, das heißt, wir sehen immer wirklich viele, viele Auto-Tags, was sehr wichtig ist. Wie gesagt, Kimmel kommt weg. Trotzdem nicht verkehrt. Tower Dives, meine Freunde. Tower Dives sind etwas, die sehr, sehr oft komplett in die Hose gehen, wo die Leute vielleicht auch nicht immer wissen, wie sie es richtig machen. Vielleicht mache ich da auch mal ein Video. Hier kriegt ihr aber schon mal eine kleine Kostprobe, beziehungsweise etwas sehr, sehr Wichtiges, wie man Tower Diven sollte oder könnte. Viele Champions haben etwas sehr Gefährliches in ihrem Kit, weshalb man sie nicht diven möchte. Zum Beispiel Vladimir hat seinen Pool, du divest ihn, er macht seinen Pool und du stehst da und stirbst. Oder zum Beispiel einen Viger Cage, du divest ihn, der Cage ist da, RIP. Das heißt, wie sollte man richtig Tower diven? Du musst gucken, dass dieser Spell raus ist. Das ist das Beste. Das heißt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du baitest es irgendwie, dass es irgendwie benutzt oder gezwungen ist, es zu benutzen. Oder du gehst unter dem Turm, wartest, bis der Gegner aus Panik genau diesen Spell auf dich benutzt, aber du greifst ihn nicht an. Dieses Beispiel passt zwar nicht 100% dazu, weil Irelia ihn wahrscheinlich nicht angreifen hätte können. Aber wir sehen jetzt nämlich, dass Kimmel jetzt ihr E benutzt hat. Ja, wie gesagt, die Situation in diesem Beispiel ist halt bisschen schwierig, weil sie 1-4 ist und Irelia auch 3-2, aber genau in solchen Situationen divet man ja. Und Irelia hat Kimmel noch nicht angegriffen. Das heißt, es war meiner Meinung nach schon ein Fehler von Kimmel, denn das Problem, was sich jetzt hieraus resultiert ist, dass Irelia keine Tower-Aggro hat. Wenn ihr einfach unter dem Tower lauft, ja, ihr kriegt ja keine Aggro, solange ihr Minions sind, der Gegner hat übel Angst und benutzt dann seinen Stun auf euch. Ihr kriegt aber keinen Tower-Damage, weil der Tower euch nicht angreift. Der denkt sich, ja, der hat mir nichts getan. Ja, das heißt, auch hier immer noch Stun komplett durch, kein Damage vom Turm. Und jetzt allerdings, ne, nach dem Stun könnt ihr halt Gas geben. W into Q, into ganz viel Damage, into tote Kimmel. Bei Tower Dives geht unter den Turm, wartet bis der Spell raus ist und dann bam. Geht nicht immer, kommt natürlich drauf an, wie klug der Gegner ist. In Bronze sollte das auf jeden Fall oft genug klappen. What the fuck? Ja, lies hin, meine Freunde. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, meine Freunde, dieses Game ist jetzt auch ein absoluter Stomp, muss man leider sagen, denn wir haben ja auch schon Lucian, der ist 5-0, hier sind alle Lanes relativ krass dabei. Ja, also man hat jetzt nicht extrem viel gesehen, ich hoffe, es waren trotzdem sinnvolle und vielleicht doch etwas lehrreiche Dinge für euch dabei, für mich definitiv. Ich muss auch sagen, ich bin relativ kaputt, ich bin froh, dass das Video jetzt hier vorbei ist. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag, auf Wiedersehen und tschüss.